Für die Trophäe nicht schlecht, für einen Wolkdeul müsst ihr am besten hier in Star Wars Battlefront in den Multiplayer gehen, dort auf alle Modi auflisten und dann hier bevorzugt Kampfläuferangriff auswählen. Natürlich geht auch Wendepunkt, ist relativ egal. Alternativ geht natürlich auch hier Kampfläuferangriff zum Beispiel mittels dieser Viereck-Taste und dann direkt hier den Waldmond Endor auswählen. Das ist ganz wichtig, weil sonst geht die Trophy definitiv nicht. Na, ihr müsst definitiv Waldmond Endor sein, sei es jetzt Kampfläuferangriff oder Wendepunkt oder Feuerschaft, je nachdem ist Hupe. Und zum Zweiten müsst ihr auch definitiv Imperium-Seite sein, also ein Sturmtruppler. Und ja, dann folgt ihr einfach direkt vom Start aus gesehen nur geradeaus den Weg, den ich jetzt hier gehe. Ist relativ simpel, na, weil genau hier vom Start geradeaus weiter hochwärts zu sehen, dann gleich die ganzen Ewok-Häuser. Und genau da ist auch immer ein Ewok mit dabei, der auf da oben hat man gerade schon gesehen, auf so einem ja, Fledermaus-ähnlichen Ding. Ja, manche werden mich jetzt hassen, wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie das Ding heißt. Aber auf jeden Fall sowas ähnliches wie eine Fledermaus. Da sitzt so ein Ewok mit drauf. Und der versucht euch mit einem Stein dann abzuwerfen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal rumballern. Da werden die nämlich so ein bisschen saurer auf euch. Und gehen dann somit eher auf euch. Zumindest hier meine Erfahrung so damit. Genau, hier zum Beispiel würde einer rumfliegen. Ne? Das ist das, wo man jetzt einfach nur abwarten muss. An diesen Häusern, wie gesagt, vom Start aus einfach größtenteils gesehen nur geradeaus. Die Riesenbäume mit den Häusern fallen euch dann auf. Und genau hier müsst ihr einfach nur euch am besten so hinstellen, dass dieser Ewok auf der Fledermaus euch auch treffen kann. Also nicht direkt am Baum stehen am besten, sondern eher in so einer Gasse, sage ich jetzt mal. Wie ihr es jetzt bei mir hier sehen könnt, das Ganze dauert eine ganze Zeit lang. Also könnt ihr eurem Team nicht wirklich hier behilflich sein, solange ihr die Trophy macht. Bei manchen ploppt es natürlich auch so auf, wenn die in der Nähe stehen und das zufälligerweise gerade so hinkriegen. Aber ich in meinem Fall habe es ein paar Mal probiert, nicht geklappt, deswegen mache ich es jetzt einfach so. Dumm rumstehen und einfach nur warten, bis dieser Ewok aus seinem, da ist er wieder, Fledermaus-ähnlichen Ding hier zu euch rübergeflogen kommt und dann dir den Stein an den Kopf schmeißt. So, jetzt gehe ich extra mal darüber hier, weil es hier ein bisschen offener ist. Hier zwischen den Häusern, genau da war es wieder einer. Genau dieser hier. So, da muss ich jetzt hoffen, passt. Hier ist schon mal genau über mir, aber hat wohl nicht getroffen. Ja. Egal, dann einfach mal kurz abwarten. Die Flugbahnen sind relativ, also meistens zumindest immer gleich von diesen Dingern hier. Sobald ihr also einmal einen Punkt habt, könnt ihr eigentlich definitiv stehen bleiben. Oder euch versuchen nochmal besser zu positionieren, dass es besser klappt. Wie gesagt, ab und zu noch ein bisschen rumballern, dass die wieder hier aggro auf euch werden. Weil ihr natürlich ja klar auf eure oder auf denen ihre Häuser schießt. Na? Ja, relativ simpel. So, da kommt er jetzt wieder. Und trifft er dieses Mal genau über mir drüber geflogen. Das schaut wieder ganz gut aus. Nein, wohl immer noch nicht. Kommt immer noch nichts. Ja, sag ja, das ist so ein bisschen ihre Glückssache. Aber ich meine, so eine Runde geht ja relativ lange. Ne? Also ja gut. Ob jetzt mal einer mehr oder weniger halbwegs AFK sinnlos irgendwo rumsteht im Wald. Ja, ist in dem Fall egal. Ne? Hauptsache die Trophy kommt dann irgendwann mal. So, jetzt mache ich mal wieder hier ein Wechsel auf eine andere Position. Mal da nochmal probieren, hier ein bisschen rumballern. Ja, durfte jetzt dann gleich auch wieder einer angeflogen kommen. Irgendwo, vielleicht. Ha. Ja, bisher kommt noch keiner. Tja. Ah, okay. Ja, wunderbar. Da ist die Trophy schlussendlich. Na, viel Glück dabei. Ich wünsche euch was. Ne? Servus und ciao.